sich irgendwann um Praktikumsplatz zu kümmern. So, und jetzt müssen wir mal anfangen. Ich sage noch, ich würde jetzt gerne anfangen. Ich wollte noch wieder diese Fragen zur Wiederholung für die Prüfung angeben, für das, was wir jetzt abgeschlossen haben, den zweiten Block, Lerntheorien und didaktische Prinzipien. Und dann geht es weiter bei den, oder fängt so richtig an, eigentlich erst bei den Grundformen mathematischen Arbeitens. Also Sie sehen schon, die Fragen sind beide mit einem K versehen. Da ist auch eine Änderung gegenüber dem letzten Jahr. Wie wird Lernen aufgefasst im Sinne des Behaviorismus, Kognitivismus bzw. Konstruktivismus? Worin besteht jeweils die Rolle der Lehrperson und welche Unterschiede ergeben sich für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen? Ist eine Frage, die Sie rausvoten können. Da machen wir noch so eine Umfrage ins Moodle rein, wo das dann geht. Und die zweite Frage, die Sie rausvoten könnten, was versteht man kognitionspsychologisch unter Wissen? Ganz allgemein und unter den drei Wissensarten, deklarativ, prozedural und metakognitiv. Dann die erste Pflichtfrage. Das ist die Änderung. Dieses Semester habe ich gesagt, das mache ich mal zur Pflicht, weil da haben wir eh relativ viel zu gemacht. Welche Komponenten von Verstehensprodukten lassen sich nach Meyer unterscheiden und was ist mit den jeweiligen Komponenten gemeint? Das war halt letztes Jahr eine Kürfrage und das andere eine Pflichtfrage, ist aber, glaube ich, eh nicht rausgevotet worden. Dann zwei Kürfragen, was sind und wozu sind Grundvorstellungen wichtig und was sind und wozu sind fundamentale Ideen bzw. globale Ideen wichtig? Und dann Pflichtfrage, weil da haben wir wieder am meisten zugemacht. Was besagt das operative Prinzip? Da ist vielleicht auch noch wichtig, also zu dem operativen Prinzip gehören mehrere Dinge dazu. Da gibt es erstmal dieses operative Prinzip mit seinen drei Richtungen und dann steht irgendwo noch operatives Durcharbeiten. Das hat dann auch so drei Aspekte. Das ist nicht dasselbe, das ist letztes Mal bei der Prüfung ein bisschen durcheinander gegangen. Da gab es dann bei einer Aufgabe relativ wenig Punkte. Also jetzt nicht ursprünglich, sondern die Leute haben relativ wenig Punkte bekommen, weil sie das alle durcheinander geschmissen haben. Also operatives Prinzip ist eine Folie und dann gibt es noch eine Folie operatives Durcharbeiten. Das hängt miteinander zusammen, aber ist ein bisschen, das eine ist quasi eine Umsetzung des operativen Prinzips. Und die hat nochmal selber dann so drei Aspekte. Zum Beispiel gucken, wie wirken sich welche Änderungen haben Auswirkungen und welche Änderungen haben keine Auswirkungen? Das steht, glaube ich, explizit bei dem operativen Durcharbeiten dabei. Das war bei Ihnen in der Übung, war das zum Beispiel, dass man gesagt hat, man addiert auf jede Zahl beim arithmetischen Mittel was drauf, dieselbe Zahl, dann erhöht sich auch das arithmetische Mittel und so weiter. Die Aufgaben waren das, die mit operativen Durcharbeiten zu tun haben. Gut, also mit den Begriffen, das mache ich jetzt mal etwas schneller. Was ist eigentlich ein Begriff? Es geht ja jetzt ums Begriffebilden. Die Alltagsvorstellung wäre, das sind einfach Worte. Es gibt den Begriff Tisch und den Begriff Sessel. Und in der Mathematik hat man so die Vorstellung, Begriffe sind die Dinge, die definiert werden. Also wichtig zum Beispiel, Satz von Pythagoras, kein Begriff, ne? Weil Satz von Pythagoras kann man nicht definieren, den kann man nur beweisen. Und Pythagoras auch kein Begriff, das ist einfach Mensch. So, das ist also Name Pythagoras. So, also das ist es offenbar nicht. Aber zum Beispiel Stetigkeit wird definiert, wäre also offensichtlich sowas wie Begriff. Oder Differenzierbarkeit oder Vektor wären alles Begriffe, kann man alles definieren. So, jetzt, das war schon in diesem nullten Video drin. Wenn wir jetzt mal überlegen würden, wie Sie diese Gegenstände nennen und wie ich die nenne, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir die nicht ganz gleich nennen. Ich tendiere eher zu den unteren Bezeichnungen, Sie tendieren eher zu den oberen Bezeichnungen, jedenfalls die meisten von Ihnen. Okay, bei Tomate ist das so ein bisschen, das ist mittlerweile schon so rübergeschwappt aus dem deutschen Sprachraum, Paradeiser. Sagen nicht mehr so viele, aber Polster und Kasten ist halt sehr verbreitet. Und mit Kasten, also wenn Sie ins Möbelhaus gehen und nach einem Kasten fragen in Deutschland, könnte das schwierig werden. So, also haben wir jetzt verschiedene Begriffe oder haben wir einfach nur verschiedene Bezeichnungen? So, ich würde meinen, wir haben dieselben Begriffe.
alle Dinge, die sie Polster nennen, nenne ich halt Kissen, aber die nennt dann halt ein Amerikaner, hat da auch noch eine andere Vokabel für. Im Grunde haben wir aber denselben Begriff. Das heißt, dieselben Objekte fallen unter dann jeweils eine verschiedene Vokabel. Tomato, Tomato oder wie heißt das in diesem einen Lied? Das macht sozusagen den Begriff nicht anders. Etwas anders sieht das beim Kasten aus. Da ist das so etwas schwieriger. Das ist zum Beispiel auch ein Kasten in Deutschland. Also Sie sagen jetzt wahrscheinlich Kiste, aber in Deutschland kann man zu Kisten auch Kasten sagen. Und im Sauerland ist auch das ein Kasten, nämlich ein Kasten Bier. So, da sagen Sie wahrscheinlich auch Kiste. So, also da könnte man jetzt sagen, der Begriffsumfang von Kasten ist unterschiedlich. In Österreich fällt, also da weiß ich jetzt nicht genau, ob das so richtig gemalt ist. Sagen wir mal so, in Deutschland fällt jedenfalls der Schrank normalerweise nicht unter den Begriff Kasten. So, und wie das da mit den anderen Sachen ist, da weiß ich es nicht so genau. Könnte jetzt sein, dass da die Schnittmengen etwas anders aussehen. So, und im Duden merkt man das auch. Da hat man nämlich hier verschiedene Dinge drinstehen. Was im Duden drinsteht, ist nicht der Begriffsumfang, sondern der Begriffsinhalt. Da wird definiert, was ein Begriff, eine bestimmte Vokabel meint. Zum Beispiel hier rechteckiger, aus Holz oder einem anderen festen Material hergestellter, gegebenenfalls verschließbarer Behälter zum Aufnehmen und Aufbewahren von etwas. Das wäre Kiste auch. Und zum Transport von Flaschen vorgesehener in einzelne Fächerunterteile offener Behälter. Das ist halt hier Bierkiste, ne? Oder Kasten. Und dann hier süddeutsch, österreichisch und schweizerisch können Sie halt auch zu einem Schrankkasten sagen. So, wichtig ist dann, solche Begriffe bezeichnen in der immer eine Klasse von Objekten. Also Tisch ist jetzt nicht der Name von dem Ding, was hier vorne steht, so ganz alleine, sondern Tisch ist eben der Name von allen Tischen, also von allen Gegenständen, die gewisse Eigenschaften haben und gewisse Zwecke erfüllen, könnte man sagen. Und man kann das auch so komisch mit so einem semiotischen Dreieck darstellen. Das ist aber, da würde man dann sagen, hier, es gibt Bezeichner, zum Beispiel Kasten oder Schrank. Dann gibt es den Begriff, das wäre aber im Wesentlichen so die Eigenschaften, die man halt von so einem Kasten oder Schrank erwartet. Und dann gibt es einzelne Objekte, zum Beispiel da vorne diese Bücherkästen oder Bücherschränke. So, wenn Sie mehr zur Semiotik erfahren wollen, müssen Sie aber zu anderen gehen. Also hier Cardons, Wille und so weiter. So, jetzt, was ist wichtig beim Erarbeiten von Begriffen? Natürlich jetzt mathematischen Begriffen. Also jetzt lassen wir die Kästen mal weg. Zum Begriffs, also man sagt, das Erarbeiten von Begriffen zielt auf das Begriffsverständnis. Da haben wir ja schon gehört, Verstehen oder Verständnis ist immer so ein bisschen schwammig. Deswegen wird das hier noch etwas weiter unterteilt. Ein Begriff gilt als verstanden, wenn man Kenntnisse und Vorstellungen hat bezüglich der Merkmale und Eigenschaften des Begriffs. Das nennt man den Begriffsinhalt. Das ist sozusagen das auch, was im Duden steht. Da sind jetzt nicht 17.000 Bilder von irgendwelchen Dingen, wo dann immer steht, das gehört zum Schrank, sondern da stehen Eigenschaften beschrieben, die beschreiben, was ein Schrank ist. Und diese Merkmale, Eigenschaften, die nennt man den Begriffsinhalt. Der Begriffsumfang ist sowas wie der Überblick über die Gesamtheit der zugeordneten Objekte. Also, dass man zum Beispiel, wenn man reelle Funktionen hört, so gewisse Vorstellungen davon hat, was gehört da eigentlich zu und immer auch, was gehört da nicht dazu. Also, was das zum Beispiel nicht erlaubt ist, dass es X-Werte gibt, für die es keine Y-Werte gibt. Würde auch irgendwie, also dass man sich da dann so ein Beispiel vorstellt, meinetwegen, wo man da was hat, wo dann eine Lücke ist, eine Definitionslücke. So, also dass man das weiß, dass es dazugehört, dass für einen Funktionswert für alle auf dem Definitionsbereich enthaltenen X dann auch ein Y da ist, das wäre Begriffsinhalt. Und dass man so einzelne Funktionen kennt und sagt, die gehören dazu und das gehört nicht mehr dazu, das wäre Begriffsumfang. Begriffsumfang aller Objekte, die dazugehören. Und dazu gehört natürlich auch immer eine Vorstellung davon, was nicht mehr dazugehört. Beispiele und Gegenbeispiele kennen, ist das auf unterster Ebene. So, dann gibt es sowas wie ein Begriffsnetz, zum Beispiel, dass man weiß, alle
ganz rationalen Funktionen sind reelle Funktionen und umgekehrt aber nicht. Also nicht alle reellen Funktionen sind ganz rationale Funktionen, weil es gibt zum Beispiel auch gebrochen rationale Funktionen oder transzendente Funktionen, die sind auch alle reelle Funktionen. Dann soll man Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Anwendung des Begriffs haben. Ja, können Sie sich jetzt zum Beispiel auch vorstellen, bei einer Funktion, die Nullstellen finden, zum Beispiel könnte so eine Fähigkeit in der Anwendung des Begriffs sein. Und die kritische Reflexion von Begriffsbildung. Da ist zum Beispiel, ich muss jetzt in elementare diskrete Mathematik bald Primzahlen machen. Ja, wenn man jetzt sagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, die ist durch 1 und sich selbst teilbar. Oder man kann sagen, die hat genau 2 Teiler. Bei der einen Definition ist offensichtlicher, warum 1 nicht dazugehört. Wenn man sagt, die hat genau 2 Teiler, da kann man sagen, oh, ist mit der 1 ein bisschen schwierig. Wenn man sagt, die ist durch 1 und sich selbst teilbar, dann fängt man immer an zu diskutieren. Oh, die 1, die ist ja durch 1 und sich selbst teilbar. Also bei 2 Teilern weiß man dann genau, okay, die 1 ist keine Primzahl. Das wäre auch schlecht, weil man dann, ne, da kriegt man, wenn man da sagt, Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, können Sie aber beliebig oft durch 1 dividieren, das wäre nicht so günstig. Also da merkt, sowas wäre kritische Reflexion der Begriffsbildung. So, natürlich macht man das nicht unbedingt für Primzahlen in der Schule. Da müssen jetzt halt an Begriffe denken, die da für Schüler wichtiger sind. So, jetzt können Sie vielleicht mal kurz überlegen, so 5 Minuten für sich. Oder 2 Minuten, ich weiß nicht. Oh, 2 Minuten. Für den Begriff Parallelogramm, was würde da so zu diesen einzelnen Bereichen? Vielleicht immer so mit dem Sitznachbarn oder hier die Vorderreihen Menschen können sich vielleicht kurz so umdrehen. So mal kurz überlegen, was könnte da zu diesen einzelnen Punkten gehören. So, okay, ich denke, Sie haben alle ein bisschen was gemurmelt. Begriffsinhalt, paar paralleler Seiten wäre nicht schlecht, ne? Paar gleich langer Seiten wäre nicht schlecht. Vielleicht auch Fähigkeiten bezüglich Merkmalen und Eigenschaften des Begriffs. Das klingt zwar ein bisschen albern, aber erkennen, ob eine vorgelegte Figur ein Parallelogramm ist, würde zum Beispiel auch dazugehören. Da weiß man zum Beispiel, wenn man Rechtecke und rechtwinklige Dreiecke werden viel schlechter erkannt, wenn man die nicht parallel zu den Blattkanten zeichnet. Insbesondere auch Quadrate. Wenn Sie die um 45 Grad drehen, werden die immer nur als Rauten erkannt. Nicht als Quadrat. So, oder sehr viel leichter. Ne? Das weiß man, dass da die Blattkanten spielen irgendwie. Wenn Sie nicht beim Parallelogramm zumindest die einen Seiten da parallel zu den Blattkanten legen, dann wird das viel schlechter erkannt als Parallelogramm. Begriffsumfang. Da gehört zum Beispiel dazu, dass Rechtecke auch Parallelogramme sind, wobei man da schon so ein bisschen rübergeht ins Begriffsnetz, weil das Begriffsnetz wäre ja dann, dass man sagt, in welcher Beziehung steht das zu anderen Begriffen. Und das heißt vor allem immer, was sind Oberbegriffe, was sind Unterbegriffe, was sind gegebenenfalls Nebenbegriffe, die also tatsächlich keine Gemeinsamkeiten haben mit dem Parallelogramm. So, also Oberbegriff wäre zum Beispiel Viereck oder überhaupt ebene Figur, ja, oder Polygon, aber auch noch Trapez, wäre auch noch ein Oberbegriff. Unterbegriffe, Rechteck und Quadrat unter anderem. Ja, das wäre Begriffsnetz. Jetzt Überblick über die Gesamtheit der zugeordneten Objekte. Naja, dass man so eine Vorstellung hat von, wie können eigentlich so Parallelogramme aussehen? Zum Beispiel auch, dass die auch Winkel haben können, die relativ groß sind, wo die dann relativ klein sind, wo die dann recht flach werden und so. Und dass das auch nicht unbedingt immer so ist, dass also die Seiten, die nicht parallel zu den Blattkanten sind, müssen nicht unbedingt kürzer sein als die Seiten, die parallel zu den Blattkanten sind. Obwohl, wenn Sie irgendein Buch aufschlagen und da steht Parallelogramm drin, dann sind immer die Seiten länger, die parallel zu den Blattkanten sind. 100%, habe ich noch nie anders gesehen. Die könnten sogar gleich lang sein, wäre ja auch nicht verboten. Also sowas würde alles dazu gehören, dass man weiß, das stört alles den Begriffsumfang nicht. Kenntnisse und Fähigkeiten bezüglich der Anwendung des Begriffs wären so Sachen wie so ein Ding aus Größenangaben konstruieren können.
oder auch gewisse Werte dafür berechnen können, Flächeninhalt, Umfang, wenn Sie unbedingt wollen. Und kritische Reflexion von Begriffsbildung wäre zum Beispiel, kann man auch sagen, ein Parallelogramm ist ein Viereck mit zwei Paaren gleich langer Seiten? Antwort ja. Kann man machen. Trotzdem wird wahrscheinlich jeder das definieren als Parallelogramm, als ein Viereck mit zwei Paaren paralleler gegenüberliegender Seiten, weil das irgendwie näher am Namen dran ist. Aber das andere ist vollständig äquivalent. Das könnte man vielleicht auch sogar noch zu den Fähigkeiten bezüglich den Merkmalen des Begriffs rechnen, dass man sagt, herleiten, dass aus dem einen das andere folgt. Aber das wäre schon relativ anspruchsvoll natürlich für die Unterstufe. So, jetzt habe ich von Funktionen geredet und von Parallelogrammen. Da würde man ja wahrscheinlich sagen, das sind Objekte. Das sind mathematische Objekte, über die man sich unterhalten kann. Ich hatte auch schon darüber geredet, dass es sowas gibt wie Stetigkeit und Differenzierbarkeit. Da würde man wahrscheinlich sagen, das sind Eigenschaften. Jetzt gibt es so eine ganze große, also es gibt bei verschiedenen Autoren ganz verschiedene Unterteilungen davon, wie man versucht, so Ordnung in die verschiedenen Begriffe zu kriegen. Hier sehen Sie mal so alles Mögliche. Also Abbildungsbegriffe, Eigenschaftsbegriffe, Grundbegriffe. Grundbegriffe sind zum Beispiel solche, die nicht definiert werden. Leitbegriffe, Schlüsselbegriffe. Also da spielen auch noch scheinbar verschiedene Funktionen da rein. Arbeitsbegriffe gibt es auch noch. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Können Sie sich auch in einem YouTube-Video mal anschauen, was die einzelnen Sachen so meinen. Wir nehmen mal drei, so eine Dreierklassifikation vor. Also ich sage mal, es gibt Objektbegriffe im Wesentlichen, Operationsbegriffe und Eigenschaftsbegriffe. Objektbegriff zum Beispiel Funktion, Eigenschaftsbegriff zum Beispiel Parallel, Operationsbegriff zum Beispiel Addition. Kann man alles definieren. Ich kann definieren, was es heißt, dass etwas parallel ist. Ich kann definieren, was es heißt, dass etwas eine Funktion ist. Ich kann definieren, was es heißt, auf den natürlichen Zahlen zu addieren, nämlich um n Schritte weiter zu zählen, zum Beispiel, wenn ich Peano-Axiome nehme. So. Das Ausführen, aber dann sozusagen das Ausführen des schriftlichen Additionsalgorithmus, das wäre dann eine Fähigkeit, die mit dem Addieren-Begriff zu tun hat. So, aber der Begriff der Addition ist, wie ist die eigentlich definiert? Zum Beispiel auch bei den Brüchen könnte man sagen, da wird ja auch definiert, die Addition als A, meinetwegen, wenn AB plus CD, dann würde man ja sagen A mal D plus B mal C durch D mal D. So, so wäre da die Addition definiert. Und das ist noch was anderes, als dass man dann in einem konkreten Fall das Verfahren der Addition korrekt ausführen kann. Das wäre dann wieder irgendeine Fähigkeit. So, warum habe ich das ausgesucht? Naja, das hängt halt mit dem operativen Prinzip zusammen. Da hatten wir ja auch gerade Objekte, Operationen und Eigenschaften und Beziehungen. Also bei Eigenschaftsbegriffe meine ich auch Beziehungsbegriffe. Sie können ja jetzt sagen, parallel ist eigentlich keine Eigenschaft. Parallel ist eine Beziehung. Eine einzelne Gerade ist ja nicht parallel. Eine Gerade ist parallel zu einer anderen Gerade. Also ist das quasi immer eine Beziehung, die zwischen zwei Dingen besteht. Also Eigenschafts- und Beziehungsbegriffe gibt es. Es gibt Operationsbegriffe und es gibt Objektbegriffe in der Welt von Andreas Fohns. Bei anderen Didaktikern gibt es noch viel mehr Unterteilungen. So, vielleicht hier mal für die Geometrie, einfach aus der Lehrstoffangabe herausgeschrieben, was da so an Begriffen vorkommt. Da sieht man, bei Operationen ist da nicht so viel. Es stehen zwar einige Tätigkeiten im Lehrplan, da würde ich aber immer sagen, die Schüler lernen nicht den Begriff des Messens. Da stellt sich nie ein Lehrer an die Tafel, und so wie ich das letztes Mal gemacht habe, stellt sich an die Tafel und sagt, Messen bedeutet, nein, die müssen irgendwie Fähigkeiten im Messen erwerben. So, und die Dinge, wo man so gar nicht auf den Begriff eigentlich eingeht, die behandeln wir unter Verfahren erarbeiten. Weil da steht immer das Verfahren im Vordergrund. Genauso beim Konstruieren. Es wird nicht definiert, konstruieren bedeutet oder eine Konstruktion ist, sondern man lernt das zu tun.
Da geht es also stärker um die Verfahren und nicht um die Begriffe. Einzig bei der Achsenspiegelung, da steht vielleicht wirklich mal drin, die Achsenspiegelung, die ist so definiert, wenn man da die Gerade hat und hier ist der Punkt A, da muss man sozusagen normal zu der Gerade hin und dann wieder normal von der Gerade weg und der Abstand muss auf beiden Seiten gleich sein, dann ist das eine Achsenspiegelung. So, also da macht man das. Operation sehr reduziert. Das liegt einfach daran, dass die ganzen Abbildungen ansonsten rausgefallen sind. Gibt keine Drehungen und so weiter im Lehrplan der Unterstufe. Dann Winkel. Kann man jetzt schon wieder zu streiten anfangen? Ist der Winkel eigentlich ein Objekt oder ist das eine Beziehung, die zwei meinetwegen Halbgraden zueinander haben? Man sieht also, das ist gar nicht immer so eindeutig. Was sicherlich eine Eigenschaft ist, ist die Winkelgröße. Das ist die Eigenschaft, die ein Winkel hat, zum Beispiel 60 Grad. Oder der Umfang ist die Eigenschaft einer ebenen Figur. So, und im Wesentlichen hat man den Winkel, dann hat man Figurenbegriffe, Körperbegriffe. Die tauchen explizit auf. Implizit kommen dann natürlich auch noch Strecke, Strahl, Punkt und so weiter. Die stehen aber nicht ausdrücklich im Lehrplan drin. Vielleicht noch mal auch dasselbe für den Bereich Algebra. Da hat man im Lehrplan drin stehen mehr. Umformungen, Termumformungen, Faktorisieren, Ausmultiplizieren, Äquivalenzumformung. Da ist es auch wieder so, da spielen natürlich die Fähigkeiten insbesondere eine Rolle. Aber es wird in der Regel schon auch mal gesagt, was ist eigentlich eine Äquivalenzumformung? Eine, die die Lösungsmenge von so einer Gleichung nicht verändert. Also jede Umformung einer Gleichung, die die Lösungsmenge nicht verändert, ist eine Äquivalenzumformung. Früher hat man auch noch gelernt, was eine Verlust- und eine Gewinnumformung ist. Das macht man aber, glaube ich, gar nicht mehr. Eine Verlustumformung ist eine, wo die Lösungsmenge ein bisschen kleiner ist. Das ist aber manchmal kein Problem. Und eine Gewinnumformung ist eine, wo man Lösungen dazu bekommt. Zum Beispiel Quadrieren ist im Allgemeinen keine Äquivalenzumformung. Da steht x minus 1 ist gleich 2 und man quadriert das. Dann kriegt man auf einmal Lösungen dazu. Das ist eine Gewinnumformung. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. So, also die Äquivalenz als wichtige Eigenschaft, da kann man sich dann auch streiten, ist das Einsetzungs-, zum Beispiel bei Termen, sind zwei Terme äquivalent, wenn bei Einsetzung in beide Terme jeweils dasselbe rauskommt. Gibt auch noch eine andere Definition von Äquivalenz. Lösbarkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Linear und quadratisch sind Eigenschaften von Gleichungen. So. Und ich glaube, kursiv hier nicht im Lehrplan. Genau, die Worte Lösungsmenge, Grundmenge, Faktorisieren und Ausmultiplizieren tauchen gar nicht im Lehrplan explizit auf. Also da kann man sagen, noch eine Gleichung hat Lösungen, da muss man gar nicht von der Lösungsmenge unbedingt reden. Aber weil die Lehrer alle in den 70er Jahren zur Schule gegangen sind und da die neue Mathematik war, deswegen erzählen die immer noch was von Lösungsmengen und Grundmengen und so. So, dann kann man versuchen, auch Begriffe anders zu unterscheiden. Ich habe die jetzt so nach der Art unterschieden. Eine zweite wichtige Unterscheidung ist ja so nach der Bedeutung. Also Begriffe haben unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt sowas wie den Leitbegriff eines Themenstrangs, zum Beispiel Funktion oder Wahrscheinlichkeit oder Figur. Da ist das auch nicht so, also heute definiere ich mal, was eine Funktion ist. Und damit ist sozusagen der Funktionsbegriff ein für alle Mal erarbeitet. Sondern der erweitert sich dann über die Schuljahre immer noch weiter und bleibt eigentlich so für die ganze Funktionenlehre und für Teile der Analysis dann weiterhin wichtig. Und im Grunde genommen erwirbt man so über die Schuljahre erst diese ganzen Dinge, die da beim Begriffsverständnis standen. So erst recht ist das so beim Begriff Wahrscheinlichkeit oder auch Zufall oder sowas und bei Figur. Da ist eher ein langfristiger Begriffserwerb. Da gibt es Dinge, die beschäftigen einen so mittelfristig, also im Laufe einer etwas längeren Unterrichtssequenz, zum Beispiel die Kongruenz. Da braucht man schon ein bisschen mehr als jetzt eine Unterrichtsstunde, um irgendwie mit der Kongruenz klarzukommen. Aber die ist dann doch abgeschlossener als sowas wie der Figur- oder Funktionsbegriff. Und dann gibt es zentrale Begriffe einer Unterrichtseinheit, zum Beispiel, heute lernen wir die Raute. Oder meistens sind das so zwei, drei Schulstunden. Jetzt im Praktikum, PPS 2, ganz viele haben irgendwie so Vierecksbegriffe.
wo die dann so 2 Stunden unterrichten und dann sagt man, das war es aber jetzt eigentlich erstmal mit der Raute, jetzt schauen wir die wieder mal ein Jahr lang nicht an. Und dann gibt es noch sowas wie Arbeitsbegriffe. Da sagen einzelne Leute sogar, das sind eigentlich gar keine Begriffe, sondern das sind irgendwie nur so Namen. Also zum Beispiel Ecke. Ja, Ecke definiert man jetzt nicht wirklich, sondern das ist einfach nur, damit man nicht immer sagen muss, ja, die spitzen Dinger da außen. Ja, da sagt man da halt Ecke dazu. Aber das wird jetzt einfach so verwendet, ohne dass man da jetzt groß denkt, wir müssen den Begriff der Ecke jetzt 3 Schulstunden lang erarbeiten. Das ist, in der Regel sagt man einfach, das heißt so, das nennt man halt Ecke und damit ist es dann gelaufen. Aber das ist nur für relativ wenige Begriffe so. Und manche Leute sagen, ja, das sind eigentlich auch keine mathematischen Begriffe, das sind halt einfach nur Bezeichnungen, damit man nicht immer spitzes Ding am Ende vom Dreieck sagt. So. Dreieck, okay, ne? Da müssen wir definieren. Aber da merken Sie schon, Dreieck, ebene Figur mit 3 Ecken. Also so ganz sinnlos. Aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Irgendwelche Begriffe kann man halt nicht definieren dann weiter. Man könnte ja auch auf Ecke verzichten und einfach sagen, 3 Punkte in der Ebene bilden ein Dreieck, solange sie nicht auf einer Geraden liegen. Könnte man auch machen, ist auch ein Dreieck definiert, ohne dass das Wort Ecke. Dann kann man sagen, die Punkte nennt man auch Ecken des Dreiecks und da merkt man schon, das ist eigentlich nur eine Bezeichnung. Und die Strecken, die sozusagen das Dreieck, die nennt man seine Seiten. Das sind einfach nur Bezeichnungen. Arten des Begriffserwerbs. Aus außermathematischen Phänomenen ist sicherlich das Wichtigste in der Geometrie, exemplarisch anhand von Beispielen und Gegenbeispielen, durch Abstraktion. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, die Fläche von dem Tisch hier ist so ein Rechteck, dann sehe ich mal davon ab, dass das ja nie wirklich ein perfekter 90-Grad-Winkel ist, dann sehe ich davon ab, dass ich die Fläche ja eigentlich auch gar nicht sehen kann, sondern immer räumliche Objekte und so weiter und so fort. Oder durch Ideation kann man auch sagen, ich sehe halt hier den rechten Winkel herein. Also ich tue mal so, als wäre das perfekt. So kann man das auch sagen. Dann gibt es manchmal durch Spezifikation aus einem Oberbegriff. Man hat halt schon einen Begriff, meinetwegen Rechteck, und sagt dann, wenn bei einem Rechteck alle Seiten gleich lang sind, dann heißt das auch Quadrat. Und da kann man dann sagen, okay, das ist jetzt spezifiziert aus dem Oberbegriff. Und dann gibt es noch die operative Begriffsbildung, die würde immer auf Handlungen und Tun zurückgehen. Zum Beispiel, ein Kreis entsteht, wenn sich ein Punkt einmal in festen Abstand um einen anderen festen Punkt bewegt. So, und jetzt ein Zylinder entsteht, wenn Sie den Kreis aus der Ebene nehmen und hochheben in den Raum. Sogar egal, wie Sie den hochheben. Ein Drehzylinder entsteht, wenn Sie ein Rechteck nehmen und das um eine seiner Seiten rotieren lassen. Das sind so operative Begriffsbildungen, weil die auf so Handlungen und Tun zurückführen. So, wie lernt man jetzt so langfristige Begriffe, die man auf so verschiedenen Stufen lernt? Zum Beispiel Figurbegriff hatten wir gesagt, Funktionsbegriff, Wahrscheinlichkeit stand da, glaube ich. Da gibt es so eine Unterscheidung nach mehreren Niveaus. Die hat der Herr Vollrath adaptiert eigentlich von einem Holländer und seiner Frau, Van Hiele, das Ehepaar Van Hiele. Die haben das für die Geometrie sich überlegt. Da waren die Stufen so ein bisschen anders noch, als die hier sind. Die haben einfach geguckt, womit kommen Kinder in gewissem Alter ganz gut zurecht. Und dementsprechend ist diese Van Hielesche Stufenfolge entstanden. Und das hat man dann so in der Mathematikdidaktik adaptiert, eben einfach auch für weitere Inhaltsbereiche. Ich liege super in der Zeit, sehe ich gerade. Muss also nicht mich sputen, aber auch nicht absichtlich langsam reden. So, das fängt mal an mit intuitivem Begriffsverständnis. Zum Beispiel bei den Figuren ist der wesentliche Teil des intuitiven Begriffsverständnisses in der Volksschule. Man lernt so Begriffe als Phänomene, als einprägsames Ganzes kennen. In der Volksschule sagt man eher nicht, der Kreis ist die Figur, wo die Punkte auf der Peripherie zum Mittelpunkt immer den gleichen Abstand haben. Das ist typisch inhaltliches Begriffsverständnis, der Begriff als Träger von Eigenschaften. Und das macht man in der Geometrie
erst in der Unterstufe normalerweise. Also ist nicht bei jedem Begriff gleich, das ist immer intuitives Begriffsverständnis. Nur in der Volksschule ist bei manchen Begriffen, zum Beispiel Wahrscheinlichkeit, da ist das in Österreich so, dass quasi alles in einem Schuljahr ist. Das ist auch nicht vernünftig, das soll sich ja jetzt auch ändern, dass ein intuitives Wahrscheinlichkeitsverständnis zumindest mindestens mal in die Unterstufe kommt. Da sagt man nämlich auch, das überfordert eigentlich einen Schüler, wenn der all diese Stufen in so kurzer Zeit durchlaufen soll. Gut, inhaltliches Begriffsverständnis ist jetzt der Begriff als Träger von Eigenschaften. Zum Beispiel, dass man beim Kreis weiß, ne, das, was ich gerade gesagt habe. Aber so ein Kreis hat ja auch noch andere Eigenschaften oder andere Figuren haben auch noch Eigenschaften. Also das ist so die wichtigste Stufe in der Geometrie. Das Wesentliche, der erste Teil, den man in der Unterstufe macht, die Begriffe auf Basis ihrer Eigenschaften. Und dann geht das weiter, wobei jetzt hier wird schon dran gerüttelt. Integriertes Begriffsverständnis heißt Begriffe als Teile von Begriffsnetzen. Ja, da würde ich sagen, da scheitert es schon bei vielen in der Unterstufe. Die wissen halt nicht, dass ein Quadrat auch ein Rechteck ist und dass ein Rechteck auch ein Parallelogramm ist, dass ein Parallelogramm auch ein Trapez ist, aber nicht umgekehrt jeweils. Das wäre das Begriffsnetz, das nennt man integriertes Verständnis. Das wäre aber zum Beispiel auch bei Funktionen, könnte man das genauso machen. Also zum Beispiel könnte man sich fragen, in welchem Zusammenhang stehen stetige Funktionen mit differenzierbaren Funktionen? So, jetzt redet man in der Schule, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt noch sagt, Stetigkeit gibt es, glaube ich, eh nicht mehr. Und differenzierbar sind eh alle Funktionen in der Schule, also muss man darüber auch nicht reden. So, aber sonst stetig und differenzierbar wäre sowas, wo man sagen kann, da gibt es das ja auch. Alle differenzierbaren Funktionen sind stetig, aber nicht alle stetigen Funktionen sind differenzierbar und so weiter. Und da gibt es noch Funktionen, die stetig differenzierbar sind, also wo die Ableitung selbst wieder stetig ist und so. Also das wäre so Begriffsnetz, integriertes Verständnis. Und dann das, was in Ansätzen eher in der Schule ist, ist das formale Begriffsverständnis. Das ist wirklich das Arbeiten auch mit formalen Definitionen. So, in der Geometrie gibt es das vielleicht noch am ehesten, dass man da auch mal das so macht. Ja doch, also man bei der, also jetzt zum Beispiel, wo der Streit dann anfängt, viel in der Oberstufe, ich glaube in Österreich ist es noch etwas besser, ist, soll überhaupt die Differenzierbarkeit über den Grenzwert beschrieben werden oder reicht so ein intuitives Grenzwertverständnis? Intuitives Grenzwertverständnis, das ist irgendwo da oben so bei 2 inhaltliches Begriffsverständnis, dass man so eine Idee hat, das kommt dem irgendwie immer näher, kann das auch erreichen, muss aber nicht unbedingt. So, das wäre so inhaltliches Begriffsverständnis von der Ableitung, vom Grenzwert. Und jetzt dann formales Begriffsverständnis wäre halt so eine Definition mit Epsilon hinschreiben. So. Und früher hat man sogar gemeint, eigentlich nur, wenn man wirklich bis zur Ebene der Axiomatik kommt, also wenn man wirklich Axiomatik macht und sagt dann, in der Geometrie fangen wir mal an, es gibt Punkte und Geraden und baut das dann immer so auf, das ist erst das formale Begriffsverständnis. Mittlerweile sagt man aber, alles, was so mit mathematischen Strukturen, mit formalen Begriffsbestimmungen und mit dem Herleiten von Eigenschaften aus anderen Eigenschaften zu tun hat, gehört zum formalen Begriffsverständnis. Und wenn man das so sieht, dann gibt es das in Ansätzen schon noch. An einzelnen Stellen wird das schon noch gemacht in der Unterstufe, dass man, wenn Sie jetzt tatsächlich zeigen würden, weil die Seiten von einem Parallelogramm die gegenüberliegenden parallel sind, deswegen sind sie auch gleich lang, dann würden Sie tatsächlich hier am formalen Begriffsverständnis arbeiten, nach dieser Definition. So, jetzt gucken wir mal für kürzere. Wie stellt man sich das Lernen von so Standardbegriffen vor? Also wenn Sie 2 Stunden Raute unterrichten, wie sollen Sie das machen? Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie müssen erstmal irgendwie den Begriff erarbeiten. Das ist die erste Phase. Da steht hier, am besten ist immer, der wird aus einer Problemstellung motiviert. Es gibt auch Leute, die sagen, guck mal, hier ist eine Raute, jetzt reden wir da mal drüber. Oder sagen, Frau Merkel macht manchmal so, was dann eh keine Raute ist. Ja. Aber man meint natürlich, ist es besser, wenn man merkt,
Sie sehen schon, da geht es hier wieder um diese kognitionsorientierten Lerntheorien. Der Schüler soll merken, er hat an irgendeiner Stelle ein Problem und jetzt kommt so ein neuer Begriff, der irgendwie bei dem Problem was hilft. Dann hofft man, dass der halt besser behalten wird. Und der Begriff könnte selbst die Lösung sein oder ein Hilfsmittel zur Lösung oder er kann auch selber wieder die Quelle neuer Probleme sein. Zum Beispiel könnte man das Problem haben, wo liegen alle Punkte, die von zwei gegebenen Punkten den gleichen Abstand haben. Das kann man zum Beispiel so, mein Lieblingsbeispiel ist, da gibt es so zwei Hubschrauberstandorte in Kärnten, hier so, die Kärnten versorgen. Und jetzt kann man sich überlegen, sagen wir mal, die sind beide gerade einsatzbereit. Bis wo ist es cleverer, dass der eine fliegt? Bis wo ist es cleverer, dass der andere fliegt? Und wo ist sozusagen das Niemandsland, wo es eigentlich egal ist, welcher der beiden Rettungshubschrauber fliegt? Immer mal vorausgesetzt, die fliegen gleich schnell und so weiter und so fort. Das könnte man motivieren und da kommt dann die Streckensymmetrale raus. Das ist genau die Streckensymmetrale, wenn Sie die beiden Standorte verbinden, Streckensymmetrale, da ist das letztlich egal. Auf der linken Seite sollte eher der eine fliegen, auf der rechten Seite eher der andere. So. Aber man könnte zum Beispiel auch die Streckensymmetrale motivieren, indem man sagt, das hat mein Lehrer versucht, also so und so hat einen runden Tisch bekommen und möchte jetzt genau in die Mitte ein Loch schneiden, um da einen Sonnenschirm reinzustellen. Da hat ein Mitschüler von mir geschrieben, findet er nicht gut, man kann den Schirm genauso gut daneben stellen. Ja, so, da sehen Sie schon, Schüler, muss man immer ein bisschen aufpassen mit diesen alltagsorientierten Problemen, sonst kriegt man auch alltagsorientierte Antworten. Oder man kann zum Beispiel auch die Problemstellung aufwerfen, die jetzt als neues Problem aus der Streckensymmetrale folgt und aus den Mittelpunkten. Welche Vierecke haben eigentlich Umkreismittelpunkte? So, jetzt wird man so Eigenschaften von dieser Streckensymmetrale herausarbeiten, zum Beispiel in welchem Sinne die eigentlich eine Symmetrale ist, nicht in dem Sinn, dass sie den einen Punkt auf den anderen abbildet und so weiter und so fort. So, vielleicht wird man auch noch den Begriffsumfang und Begriffsinhalt ist jetzt ein bisschen, Streckensymmetralen, die sehen halt immer ziemlich gleich aus. Die gehen halt so durch die Mitte von so einer Strecke. Die Strecke muss nicht unbedingt gezeichnet sein, dann kann man trotzdem eine Streckensymmetrale haben, zumindest wenn man GeoGebra benutzt. So. Aber was wichtig ist, ist dann natürlich die Abgrenzung, gerade wenn man an Dreiecke denkt, von den Höhen zum Beispiel, dass man das unterscheidet, streckensymmetrale Höhe und Schwerlinie, dass das manchmal zusammenfallen kann, aber dass das grundsätzlich mal was Verschiedenes wäre. So, aber das wäre dann schon die Reflexionsphase, Beispiele gegen Beispiele und gegen andere Begriffe abgrenzen, Querverbindungen zu anderen Begriffen herstellen. So, und das, wenn man das gemacht hat, dann hat man so einen kurzfristig zu lernenden Begriff im Wesentlichen erarbeitet. Aber es ist auf jeden Fall mehr als einfach nur einschreiben, eine Raute ist ein Viereck mit so und so. Also so stellt man sich eigentlich nicht sinnvolles Begriffslernen vor. Das soll man auch irgendwann machen, dass man das da aufschreibt, aber das andere ist eben auch wichtig. Gut, damit sind wir schon mit der Begriffsbildung durch. Aber ja, richtig gut in der Zeit, ich bin stolz auf mich. Dann kommen wir zum mathematischen Modellieren. Das ist so ein bisschen dreigeteilt. Mathematisches Modellieren, was ist eigentlich gemeint? Das machen wir jetzt in der Sitzung. Dann mathematisches Modellieren im Unterricht, worauf ist zu achten, das ist in dem Video drin. Und Mathematik anwenden und modellieren, wozu soll man das eigentlich machen? So, also, was ist da der tiefere Sinn? Was soll das? Das ist auch in dem Video. So, also, und wir fangen hier an mit einer kleinen Arbeitsphase zu einem sehr bewährten Beispiel zum Modellierungskreislauf. Ich sage noch zwei, drei Worte dazu. Da geht es um die Frage, da soll man die Kabellänge eines Kabels auf so einem Kabeltrommel, ja, so heißt das, sowas Ähnliches wie hier, nur in richtig groß, soll man sich überlegen, wie kommt man da eigentlich an die Länge ran. So, da sehen Sie schon, da sind zwei Phasen zu beachten. Erstmal wird ein Teil der Leute hier rausgenommen, damit das in der zweiten Phase, weil Murmeln, das verstehen sie immer nicht, was das heißt. Deswegen müssen wir ein paar Leute rausnehmen, weil das Murmeln sonst zu laut wird.
Erstmal sollen sie so die Aufgabe lesen, gegebenenfalls auch mehrfach, ja, eine Lösung suchen und notieren, muss noch nicht vollständig sein, zumindest ein Ansatz. Und wenn jeder so seinen Ansatz hat, dann können sie zusammenkommen und arbeiten den Ansatz tatsächlich zu einer Lösung aus. Und wenn sie dann noch Zeit haben, können sie auch noch mal überlegen, wie kann man die Lösung eigentlich vielleicht noch verbessern. Es ist klar, man muss da einige Annahmen machen, weil man gewisse Dinge nicht weiß, oder einige Vereinfachungen machen, weil man vielleicht den mathematischen Körper, der so ein Kabel ist, gar nicht genau hat. Ja. Und wenn Sie das dann, wenn Sie dann sagen, Sie sind so in der Gruppe glücklich mit Ihrer Lösung, dann wird hier nachher ein Plakat sein und da sollen Sie dann wirklich ranschreiben, wie lang haben Sie ausgerechnet, wer das Kabel, Ihre beste Lösung. Mit anderen zu sprechen. Gut. Zeit können wir jetzt eigentlich großzügig sein. Es heißt ja manchmal, bei so Modellierungsaufgaben gäbe es keine falschen Antworten. Also bei der ersten glaube ich das nicht so ganz. Ich nehme aber mal an, das ist im Grunde genommen irgendwie ein Komma-Verschiebefehler beim Umrechnen von Zentimeter in Meter oder sowas. Weil das ist ja dann doch sehr ähnlich wie dieses 776,5. Da habe ich vielleicht noch eher eine Erklärung für. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie Sie es gemacht haben. Die meisten machen das so, dass sie sich vorstellen, es liegen wie so lauter Hula-Hoop-Reifen um diese Flansch da in der Mitte herum und mit jeder Reihe nimmt das dann halt im Durchmesser dieses Hula-Hoop-Reifens zu. Dann gibt es noch eine gewisse Variabilität, wie breit und wie hoch legt man die da rein. Üblicherweise wird man wahrscheinlich sagen, man kriegt maximal 18 so Hula-Hoop-Reifen nebeneinander. Und jetzt kommt es schon darauf an, mit der Höhe. In der Regel wird man wohl sagen, dass die Kabeltrommel, damit die rollen kann, nicht über die Höhe gefüllt werden darf. Dann, und wenn man sagt, jede Ebene fängt über der nächsten an, kriegt man in der Regel 8 so Dinger rein. Manche Leute rechnen mit 9 und sagen, aber das ist sehr unrealistisch, weil wie transportiert man das Ding dann, wenn das Kabel über die Dings drüber steht. Die andere Möglichkeit, die es manchmal noch gibt, ist, dass man da was auf Lücke legt und so, das gucken wir uns noch an. Also wenn man dieses 18 und 8 macht und lauter so einzelne Kreise hat, dann sollte man auf diese Lösungen hier kommen, auf eine von denen, das können dann Rundungsgeschichten sein, dann ist man so bei 618, irgendwas. So, das ist, wenn man das mit 18 und 8, wenn man jetzt 9 hat oder so, wird da irgendwie mehr kommen und so. Es gibt noch einige, habe ich gesehen, haben das abgekürzt, sie haben gesagt, mir ist das so lästig, immer auszurechnen, was in jeder Schicht das Kabel als Durchmesser hat. Ich nehme das mittlere, rechne mit dem mittleren Durchmesser und das geht natürlich auch, aber da entstehen dann so Ungenauigkeiten, die vielleicht so in diesen Größenordnungen liegen könnten. Jo, also das hier sind die lauter Kreise, was natürlich nett ist, wenn man sowas mit Excel hat, dann könnte man da Teile auch noch sich in den einzelnen Rechnungen sparen. Das ist eher so Vorschlag für den Unterricht. Es gibt dann noch, also ehrgeizige Schüler kommen dann irgendwann auf die Idee, ich weiß nicht, ob Sie so ehrgeizige Schüler sind, dass man das ja eigentlich im Sinne so einer Helix da drum liegt. Also das läuft ja quasi so und dann immer so schräg da drum und dann stößt es an der Seite um und dann läuft es wieder schräg zurück in die andere Richtung. Und jetzt schlagen die vor, wenn man das bei Schülern unterstützen will, das Modell, dass man mal auf so eine Klopapierrolle einfach mal so eine Helix draufmalt und wenn man die dann aufschneidet, dann sieht man, dass da so ein Zickzacklauf entsteht. So, der ist. Dann kommt die nächste Frage, ist dann, wie liegt das eigentlich übereinander? Und die ganz Sparsamen, die sagen, das könnte man ja vielleicht auf Lücke wickeln. Also ich lege das Kabel da so drum, dass eben nicht die nächste Schicht oben auf der Schicht drauf liegt, sondern immer genau in die Lücken rein. Da spare ich ja dann noch ein bisschen. Ne, man sieht das da an der Seite ganz gut. Da rutscht ja die zweite Ebene des Kabels so ein bisschen rein. Ne, und jetzt muss man überlegen, wie hoch liegt die eigentlich. Und das ist dann für Schüler besonders überzeugend. Wenn man die Höhe da ausrechnen will, braucht man den Satz von Pythagoras. Deswegen finden viele Schüler das eine sehr gute Lösung. Hat aber einen Haken, so kann man gar nicht wickeln.
Weil das Problem ist, wenn man da so das läuft ja einmal in die eine Richtung und läuft einmal in die andere Richtung. Also wenn man da so rumwickelt und stößt dann an und wickelt wieder zurück, man kann das gar nicht immer in die Lücken legen. Weil man es einmal links rum und wenn man dann hinten ankommt, liegt es andersrum und damit liegt das immer höher. Wenn man das Modell nimmt, kommt ein bisschen mehr raus. Da kommt man auf 800. Ah nee, das ist jetzt die dritte Lösung. Wenn man das mit der Helix macht, kommt man auf wie viel? 608,9. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Das war doch die erste Lösung. 608,8. Es ändert sich nicht viel und es ist falsch. Also es geht gar nicht so zu wickeln. Aber es ist für viele Schüler sehr überzeugend, weil da Pythagoras vorkommt und da muss das eine bessere Lösung sein, weil man hat mehr Mathematik eingesetzt. So, die andere, das ist das Modell für Faule. Das ist zum Beispiel mein Lieblingsmodell. Das Volumenmodell, man tut so, als könnte man das Kabel beliebig stark verformen und sagt einfach, naja, in diese Kabeltrommel, die hat ein bestimmtes Volumen zwischen dieser Rolle und dem, was außen ist. Ich rechne das Volumen aus und dann rechne ich aus, wie lang ist ein Kabel, das genau dasselbe Volumen hat, wie das Volumen, was ich gerade ausgerechnet habe. Da ist logisch, dass da ein bisschen zu viel rauskommt. Ich vermute fast, dass Gruppe B das gemacht hat, weil die hat genau diesen Wert. Man kann jetzt hingehen und kann das Modell noch verbessern, indem man nicht hingeht und malt einfach, überlegt sich, naja, besser wird das Modell hier, wenn Sie sich noch überlegt hätten, ich mache das dann zumindest, sage ich mal, so. Also wenn ich jetzt mir mal ausrechne, ich habe hier so ein Quadrat und da drin liegt ein Kreis und ich rechne jetzt aus den Unterschied von der Kreisfläche zur Quadratfläche, diesen Faktor, den rechne ich noch aus und nehme das damit mal. Da komme ich schon deutlich näher an die, also ich sage, da muss ja ein bisschen Lücke bleiben, dann stimmt das immer noch nicht, aber kommt schon deutlich näher an die 618er-Lösung raus, die ja auch nicht ganz perfekt ist. So, jetzt kommt aber noch ein Problem hinzu, das steht ganz am Ende von dem Text. Und da habe ich gerade nachgesehen, das kann man tatsächlich im Internet nachgucken. In der Phase des Überprüfens haben die dann festgestellt, dass die Trommel ein maximales Tragegewicht von 4 Tonnen hat und dass das Kabel 6,5 Tonnen pro Kilometer wiegt. Also darf man höchstens 615 Meter auf die Kabeltrommel aufrollen, sonst bricht die einfach auseinander. So, also jetzt hat man das so schön. Aber man merkt, die ist eigentlich ganz vernünftig geplant. Ne? 618 haben wir rausgekriegt, mehr als 615 Meter dürften nicht draufgehen, weil dann bricht es auseinander. Das ist so nah beieinander, dass man sich denken kann, da haben die sich wahrscheinlich was bei überlegt. Man merkt, dass ist jetzt auch nicht deutlich zu groß, also die Tragkraft ist schon irgendwie einigermaßen passend berechnet worden. Gut, was ist das jetzt typisch für Modellieren oder was sind überhaupt mal Modelle? Jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Aufgabenstellung. Ich beginne hier mit einem recht bekannten Artikel von Hans Wolfgang Henn, der heißt irgendwie, warum manchmal Katzen vom Himmel fallen. Modelle sind vereinfachende, nur gewissermaßen objektivierbare Teilaspekte berücksichtigende Darstellung der Realität. Ein einfaches Beispiel ist eine Landkarte. Also eine Landkarte ist was anderes als ein Foto. Da lässt man gewisse Dinge weg. Zum Beispiel normalerweise die Leute, die da gerade so lang laufen und so. Ne? Also weil die sind ja nicht überdauernd. Anderes Beispiel wäre ein Bauplan für ein Haus oder für irgendwas anderes. Auch dieser letzten Endes dieser, Aufriss oder wie heißt das, ne, dieses Bild von der Kabeltrommel, was da gezeichnet war, diese Skizze ist letztlich auch ein Modell der Kabeltrommel. Modelle steht hier so, also die Zitate hat damals der Herr Picher rausgesucht, die muss ich irgendwann auch mal anpassen. Modelle bestimmen den Punkt, wo das Chaos des Experiments umgewandelt wird in die wohldefinierte Welt mathematischer Probleme. Ah ja. Und gut wäre, wenn ein Modell irgendwo hinführt. Ah ja, also das bringt zum Ausdruck, dass so Modelle meistens irgendwelche Zwecke haben, zum Beispiel zu planen,
wie muss man eigentlich so eine Kabeltrommel gestalten, damit da so und so viel Meter Kabel draufgehen. Normalerweise macht man das ja, bevor man dann die Kabeltrommel baut und nicht wie wir jetzt im Nachhinein. Und dann steht hier noch dieser berühmte Ausspruch von Box und Draper, das sind so Statistiker. Letztlich sind alle Modelle falsch, aber manche Modelle sind nützlich. Das liegt eben daran, dass man immer nur gewisse, einigermaßen objektivierbare Teilaspekte der Situation berücksichtigen kann. Es kommt auch hinzu, dass in der Regel Interessen das Ganze leiten. So. Typisches Beispiel zum Beispiel auch aus der Geografie, die ganzen Weltkarten. Hier sind ja wahrscheinlich Geografen anwesend, das kann gar nicht anders sein in Klagenfurt im Mathestudium, weil es das beliebteste Zweitfach ist. Es ist ja nicht möglich, die Erdoberfläche, also die Oberfläche einer Kugel, kann man nicht verzerrungsfrei in die Ebene projizieren. Also gewisse Normen widersprechen sich da, zum Beispiel Längentreue und Winkeltreue und Flächentreue und so. So, und dann kann man sich mal fragen, warum eigentlich gewisse Karten so häufig vorkommen, in denen Europa relativ groß aussieht flächenmäßig und andere Länder relativ klein. Also klar kann man sagen, das ist ja nicht ganz zufällig, weil die alle in Europa entstanden sind, die Weltkarten. So, dann was gibt es so für Typen von Modellen? Modellen, die etwas vorhersagen, die werden besonders gerne genommen. Zum Beispiel die Wettervorhersage, da braucht man irgendwie ein Modell, wie das zustande kommt, das Wetter vom Morgen. Die Vorhersagen fürs Wetter von gestern sind halt nicht ganz so interessant. Dann Modelle, die etwas erklären. Da hat Herr Picher hier rausgesucht, warum der Bumerang zurückkommt. Da gibt es irgendein Modell, der ist Physiker, ich nicht. Deswegen kann ich das nicht erklären, warum der Bumerang zurückkommt. Oder wie ein Regenbogen entsteht, wäre ein anderes Modell, so ein Erklärungsmodell. Da gibt es Modelle, die nur etwas beschreiben. Zum Beispiel die Kettenlinie, da gibt es halt einen Funktionsterm dazu, der beschreibt, wie die Kettenlinie dann als Graph aussieht. Und es gibt Modelle, die etwas vorschreiben, da steht hier zum Beispiel der Einkommensteuertarif, aktuell ja gerade wieder sehr diskutiert. Andere Modelle, die vorschreiben, die jetzt politisch etwas weniger heikel sind, wären eben sowas wie Grundriss eines Hauses. Da ist das Modelle, die vorschreiben, da heißt halt immer, die Realität gibt es eigentlich gar nicht, ohne dass vorher einer das Modell hat. Ne, morgen gibt es auch Wetter, selbst wenn keiner mehr Wettervorhersagemodelle hat. Aber morgen kann es gar keine Einkommensteuer geben, wenn es kein Einkommensteuermodell gibt. Das ist der Unterschied zwischen beschreibenden Erklärenden auf der einen Seite und den vorschreibenden Modellen auf der anderen Seite. So, dann wo kommt das alles her? Ja, der somit als Vater des Modellbegriffs, dieses naturwissenschaftlichen und mathematischen Modellbegriffs, gilt der Herr Hertz. Das ist der, nach dem auch die Einheit benannt ist, so Lautstärkeeinheit oder Schwingung ist das, glaube ich, eigentlich. Ne? So, bin, wie gesagt, kein Physiker. Und bei dem Leute ist schon ein bisschen älter, das Verfahren aber dessen, wir uns zur Ableitung des Zukünftigen aus dem Vergangenen und damit zur Erlangung erstrebter Voraussicht stets bedienen, ist dieses, jetzt kommt der entscheidende Teil, wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, das sind die Modelle, und zwar machen wir sie von solcher Art, dass die denknotwendigen Folgen der Bilder, also das, was man aus den Modellen schlägt, stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände. So, wir können das jetzt vielleicht mal mit der Wettervorhersage sagen. Also die Wettervorhersage, ein Modell von der Wettervorhersage, da müsste man sich quasi ein Bild der Wettersituation, wie sie jetzt ist, machen. Also irgendwie Temperaturen, Luftdruck und so weiter. Und dann entwickelt man irgendein Rechenmodell, wo man dann sagen kann, wenn das im Moment so und so ist, da ist der Wind so, da ist die Temperatur so, da ist das so und so, dann rechne ich aus, dann sollte morgen das so sein, dass morgen die Temperatur da so und so ist, der Wind so und so, so und so. Und ein gutes Modell ist dann eins, wo diese ausgerechneten Folgen der Modelle dieselben Folgen sind von dem, was tatsächlich natürlich eintritt. So. Jetzt ist das natürlich nicht immer in so einer klaren Abfolge wie bei dem Wettervorhersagemodell. Also jetzt auf Ihre Kabeltrommel bezogen, Sie machen sich ein Bild von der Kabeltrommel, Sie messen, was da Flansch, bla 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 und so weiter an Längen ist.
Jetzt rechnen Sie irgendwas aus an Kabel und jetzt hoffen Sie, dass was Sie da ausgerechnet haben, stimmt auch tatsächlich mit dem überein, wenn Sie da hingehen würden und da tatsächlich ein Kabel drumlegen. So, da wäre die naturnotwendige Folge der Gegenstände, wäre, da geht wirklich einer mit dem Kabel hin und dreht das da drum. Und die denknotwendige Folge ihrer Bilder wäre das, was sie da ausgerechnet haben. Und da hofft man natürlich, dass das dasselbe ist. So. Ja, jetzt muss man noch so ein bisschen aufpassen. Modellieren und Modell bilden. Mathematisches Modellieren wird häufig als Bezeichnung für den gesamten Problemlöseprozess bezeichnet. Das meint A von, ich überlege mir mal ein Modell, ich rechne das aus, die Folgen des Modells und ich gucke dann, passt das eigentlich mit der Realität zusammen. Dieser ganze Prozess wird als Modellieren bezeichnet. Und im Alltagssprachlichen würde man vielleicht Modellieren eher denken, ich mache mir nur überhaupt mal das Modell und dann höre ich auf. Und diesen Teil, für den verwenden, das wird jetzt wirklich verwirren, wenn man nur diesen Teil meint, so bis hin zum Modell, also nur bis, meinetwegen, Sie sich überlegt haben, ah, ich nehme da so lauter Kreise und sonst noch gar nichts gerechnet haben, den nennt man dann manchmal auch Modell bilden. So modellieren, so einmal bis ausrechnen und dann gucken, ob das wohin kommen kann. Und Modell bilden nur dieser erste Schritt. So, und so eine Modellierung, die kann man eben in verschiedene Phasen oder Schritte unterteilen. Und diese steht hier, lassen sich anschaulich in Kreisschemata darstellen. Da finden Sie halt so verschiedene Modellierungskreisläufe. Hat jemand von Ihnen Informatik vielleicht? Da gibt es auch so Modellierungskreisläufe sonst. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Wir fangen mal mit der einfachsten Variante an. Die hat 4. Die ist auch nicht unbedingt von dem Schub selbst, sondern es gab noch so einen Novak, der dürfte schon so ungefähr in den 70er Jahren. Der Novak, das war so ein angewandter Mathematiker. Die haben die Didaktiker mal eingeladen, weil so am Ende der 70er Jahre hatte man so den Eindruck, ah, mit dieser neuen Mathematik, wo alles so stark innermathematisch ist, das funktioniert jetzt nicht so. Und was vorher war, da dieses so die Textaufgaben, die waren so unrealistisch. Jetzt lassen wir uns mal einen angewandten Mathematiker erzählen, was der eigentlich macht. Und der hat denen zum ersten Mal vom Modellbildungskreislauf erzählt. So, der hat halt gesagt, so wie wir das machen, kann man sich das so und so vorstellen. Und dann haben die das übernommen. Also die haben das eigentlich gar nicht von dem Heinrich Hertz, sondern die haben das eher von diesem Novak. Gut, jetzt schauen wir mal an. Also es geht hier los. Wir haben irgendeine Situation. Ja. Und dann muss man erstmal, verwirrenderweise steht jetzt hier Modellieren an dem Schritt drin, ein Modell haben, ein mathematisches Modell. Und dieser Übergang von Situation sagt hier, das mathematische Modell, ja, also das ist dann eben, das Modell, das ist schon was Mathematisches. Also Sie haben hier die Situation und modellieren, mit einem Schritt landen Sie dann in der Mathematik. Und da haben Sie zum Beispiel hier Ihre Entscheidung, wie viele Ringe da sind und so weiter. Und dann, jetzt geht's los, jetzt rechnen Sie da drin rum, ne, rechnen halt aus, aha, wenn man mal so überlegt, das müssen immer so Kreise sein mit dem und dem Abstand und setzen da ein in die Formeln, die Sie kennen. Und dann kommen irgendwie Konsequenzen raus. Zum Beispiel die Zahl 618,9. Die müssen Sie noch interpretieren. Das ist jetzt bei der Zahl so ein bisschen lächerlich. Da müssen Sie die interpretieren als die Länge des Kabels. Es gibt Probleme, wo man die Lösung stärker interpretieren muss, wo das nicht so sofort auf der Hand liegt, was das jetzt bedeutet, was man da ausgerechnet hat. Und jetzt nimmt man noch, jetzt kann man noch versuchen, diese Information zu validieren, also irgendwie zu prüfen, ist das denn wirklich vernünftig, was da herausgekommen ist. Und das wäre zum Beispiel, man guckt auf kabeltrommel.de nach, wie lang das wirklich ist, wäre eine Möglichkeit zum Validieren. Bei der Wettervorhersage, wenn der Wettervorhersage ist, es regnet morgen, dann schauen Sie einfach, ob es morgen regnet. Dann haben Sie das Modell validiert. So, das ist somit am schwierigsten. Aber mal, was man auch machen kann, sind so Plausibilitätsprüfungen. Zum Beispiel, wenn man da 17 Meter ausrechnet, dass man sich dann überlegt, ah, das könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Da fährt einer mit so einer 2 Meter hohen Kabeltrommel durch die Gegend und kriegt da gerade mal 17 Meter Kabel drauf. Das wäre vielleicht ökonomisch nicht ganz sinnvoll. Oder Sie kriegen daraus 6.000 Kilometer. Dann könnten Sie vielleicht auch überlegen, so, das kann so grob überhaupt nicht hinhauen. Wir machen vielleicht noch mal ein Beispiel, was auch sehr bekannt ist, die optimale Milchtüte.
so Rauch auch entstanden aus Kritik an den üblichen Minimax-Aufgaben, die man so in der Oberstufe macht, hier so mit Hauptbedingungen, Nebenbedingungen, wo man versucht hat, das so ja, mit tatsächlich realen Modellen auch zusammenzubringen. Also die Frage, wird bei der Herstellung von so Getränkepackungen darauf geachtet, möglichst wenig Pappe zu verbrauchen. So, jetzt machen wir mal Modellierung. Der einfachste Modellierungskreislauf würde sagen, naja, wenig Pappe heißt möglichst wenig Oberfläche. Die Oberfläche von so einem Quader kriegt man relativ leicht ausgerechnet. Das ist die Hauptbedingung, das muss minimiert werden. Die Nebenbedingung ist, ja, Liter Milchtüte sollten 1000 Milliliter reinpassen, also 1000. So kommt raus, aha, Grundfläche, A ist gleich 10, ist H ist gleich 10. Das könnte man jetzt interpretieren. Interpretiert bedeutet das, die optimale Milchtüte ist ein Würfel. So, aber es sind fast keine Milchtüten würfelig. So, jetzt könnte die Antwort lauten, aha, es wird offensichtlich nicht darauf geachtet, dass die Verpackung minimal ist. Wäre eine mögliche Antwort. Andere mögliche Antwort, nein, 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 die Verpackung von so einer Milchtüte, die ist ja auch nicht das Netz. Da liegen ja zum Beispiel gewisse Flächen doppelt. So, und das muss man ja bei der Optimierung mit berücksichtigen, sonst kommt da Quatsch raus. Da könnte ja was anderes rauskommen unter Umständen, weil da ist zum Beispiel Boden und unten, das ist doppelt und da gibt es noch so Falzränder und sowas, muss man das vielleicht mit berücksichtigen. So, ja, ergonomisch ist dann noch das andere, aber schauen wir mal. Also dann schneidet man so eine Milchtüte auf. Hier hat Herr Dankwärts die Milchtüte aufgeschnitten. Hier haben Herr Picher und ich eine Safttüte aufgeschnitten. Und so sieht die ungefähr aus. Und was man da sieht, ist, die Boden- und die Deckfläche ist tatsächlich immer genau doppelt. Und dann gibt es noch so gewisse Falzbereiche. So, jetzt haben wir mal überlegt, okay, bei den Falzbereichen, sagen wir mal, die wären konstant. Ich nehme jetzt aber wieder das Bild hier vom Dankwärts. Der hat halt einfach gesagt, naja, dass man da so einen gewissen Falzrand hat von 0,6. Da sagen wir mal, das wird nicht mit optimiert. Aber wir sagen mal, das hier ist die Fläche. Und dann geht's, und wenn man das dann ausrechnet, übrigens mit diesen Maßen, 7,1 cm unten und Höhe 19,7, kommt man erstmal drauf, dass in die Milchtüte gar kein Liter reinpasst. Die hat nur ein Volumen von 993 Kubikzentimeter. Also sie werden ständig um 7 Kubikzentimeter Milch beschissen. Nein, nein, natürlich nicht. Die ist ja dehnbar, die dehnt sich halt ein bisschen aus. Also, das, aber es ist tatsächlich so, wenn man das ausrechnet, würde erstmal 993 rauskommen. Aber klar, die baucht ja so ein bisschen, so eine Milchtüte, wenn Sie sich die vorstellen. So, aber jetzt gucken wir mal, jetzt versuchen wir das mal zu optimieren. Wenn man das macht, dann sieht die Formel sieht halt so aus wie da oben. Das ist jetzt die Mantelfläche. Das ist einfach durch die doppelten Flächen. Und dann kommt schon das erste Problem, dass man hier nämlich, wenn man mal scharf ansieht, ein a² und ein geteilt durch a hat. Und selbst wenn man das ableitet, hat man noch ein a und ein a hoch 3. Da steht man also mit ohne Computer etwas auf dem Schlauch, weil gleich 0 setzen bei einer Funktion vom Grad 4 ist halt nicht so easy. Und deswegen wird das da einfach grafisch gelöst. Und das Interessante ist dann, da kommt als optimales Maß für A tatsächlich 7,8 cm raus. So und nicht 10 cm. Und wenn Sie mal sehen, das Reale ist 7,1. Hier kommt raus 7,8. Das ist schon deutlich näher da dran. Also die ist nicht optimal von den Maßen, aber die ist fast optimal. Und jetzt kommt ja noch das Zweite hinzu. Das ist dem Dankwärts dann besonders wichtig. Naja, in der Nähe eines Extremwerts verändern sich ja die Werte der Funktion relativ wenig. Wenn Sie sich das mal überlegen, wenn Sie eine differenzierbare Funktion haben, die ist ja immer relativ flach da, wo die Extremstelle ist. Das heißt, ob man da 7,8 oder 7,1 Zentimeter nimmt, hat auf den Materialverbrauch gar nicht so einen großen Einfluss. Ich glaube, da kommt irgendwie raus, dass das nur 2% mehr Material sind. Und da kann man dann tatsächlich sagen, naja, diese letzte Abweichung, die kann ja von allem Möglichen abhängen. Zum Beispiel, wie breit sind irgendwie die Dings, in denen das angeliefert wird oder irgendwas. Aber es ist tatsächlich so, die Milchtüte ist, wenn man sich überlegt, ich brauche Boden und Deckel doppelt und ich brauche gewisse Falzränder, beinahe optimal von den Maßen.
Also jedenfalls zu nah am Optimalen, als dass man sagen kann, das ist einfach zufällig so, dass sie so hergestellt worden ist. Hier steht das auch nochmal, Abweichung bei der Länge ist 9%, aber Abweichung beim Mehrverbrauch an Pappe ist nur 2%. In der Nähe eines lokalen Extremums ändern sich die Funktionswerte nur wenig. Mathematik eröffnet hier einen Entscheidungsspielraum. Ja, sehr schön. Gut, dann bin ich schon durch. Hätte ich doch noch die drei Folien mitbringen können, wo ich gedacht habe, ich schaffe die nicht. Letztes Jahr hat es irgendwie länger gedauert.